Das ist Bert. Bert ist eine Bartagame. Vor ein paar Jahren wurde er mit gebrochenem Vorderarm im Duisburger Zoo aufgenommen. Heute soll geprüft werden, ob der Bruch mittlerweile vollständig verheilt ist. Seit kurzem ist für solche Fälle aber ein neues und schnelles, aber vor allem digitales Röntgengerät im Einsatz. Vor allem der Alltag der Tierärztinnen wird dadurch deutlich einfacher. Wir haben das Gerät ja noch nicht sehr lange. Wir haben das Gerät ja jetzt wirklich erst seit kurzer Zeit und haben es eben schon häufiger eingesetzt als das frühere Gerät, glaube ich, in der Zeitspanne. Einfach weil es total praktisch ist und einfach sehr, sehr schnell geht. Das macht es natürlich sehr angenehm. Das Gerät kann alleine in einem Koffer getragen werden. Auch das ist eine große Erleichterung, denn der Vorgänger musste noch mit dem Auto transportiert werden. Außerdem werden die Aufnahmen innerhalb von Sekunden erstellt und verarbeitet. Das Gerät funktioniert völlig kabellos, was vor allem die Nutzung in den Ställen einfach macht. Die Förderung einer Schaffung von Lebensräumen ist die eine Seite, aber die medizinische Ausrüstung ist eine ganz, ganz wichtige Seite auch, die oft vergessen wird. Also hinter den Kulissen ist es eben halt auch wichtig, das sicherzustellen. Nicht nur durch Tierärzte und Pflegerteam, sondern auch das Equipment. Und dieses Equipment speziell hier, diese technische Ausrüstung, ist auf einem Niveau, die entspricht dem Stand der Technik. Und das ist natürlich für den Zoo ein unheimlicher Sprung nach vorne. Der Verein der Freunde des Duisburger Tierparks macht's möglich. Der Förderverein hat das Röntgengerät mit über 22.000 Euro finanziert. Über viele Monate sammelten die ehrenamtlichen Helfer des Fördervereins auf unterschiedliche Weise Spendengelder. Und es hat sich gelohnt, meint auch Frank Schlawe, der erste Vorsitzende des Vereins. Dieses Projekt jetzt hier liegt uns besonders am Herzen als eine Maßnahme von einem ganzen Bündel, die punktuell und entsprechend kurzfristig eingesetzt werden können. Und dieses Projekt hat den super Charme, dass es eben allen Tieren gleichermaßen zugutekommt. Wie gesagt, und nicht nur einer einzelnen Tierart, wie es bei den Gehegen zum Beispiel ist halt. Ne? Auch Bert profitiert von der Anschaffung. Auf einer digitalen Röntgenplatte wird er platziert und von einer Röntgenröhre durchleuchtet. Die Platte verarbeitet und schickt binnen 2 Sekunden die Aufnahmen an den dazugehörigen Laptop, inklusive digitaler Krankenakte. In Zukunft wird es also ab jetzt immer so schnell gehen. Also für uns ist natürlich absolut wichtig, dass es schnell ist. Wir können halt direkt vor Ort eine Röntgenaufnahme machen und direkt vor Ort auch innerhalb von 2 Sekunden sehen, ob sie was geworden ist oder nicht. Das heißt, wir haben nicht mehr lange Wege, wo wir irgendwo hinfahren müssen zur Entwicklung, sondern wir können direkt halt damit arbeiten. Und das macht es natürlich total gut, vor allen Dingen auch, wenn wir Patienten in Narkose haben. Wir legen halt viele unserer Patienten auch in Narkose, um sie besser untersuchen zu können, weil sie eben gefährlich sind und sie uns das so nicht erlauben würden, sie zu untersuchen. Und je kürzer ich eine Narkose halten kann, umso besser für das Tier natürlich. Also wenn ich das vermeiden kann, dass ich da lange durch die Gegend fahren muss, um was zu entwickeln, sondern das wirklich schnell abarbeiten kann, umso besser natürlich. Das entspannt uns sehr, weil wir die Narkosezeit einfach deutlich kürzen können. Nun aber Zeit zum Aufatmen, denn Bert geht's gut. Sein Arm ist gut verheilt und dank des neuen Röntgengeräts kann sich jetzt auch viel schneller entspannt werden.